Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. So, sitze ich mal wieder vor einer Arztpraxis. Diesmal der Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Der Mick hat gestern geschrieben, die mit den meisten Krankheiten leben am längsten oder irgendwie sowas. Weil ich gestern schon wieder im Krankenhaus war. Ich habe eine angeborene AVRNT. Jetzt googelt mal schön. Und normalerweise kriege ich das selbst in den Griff, aber gestern mal wieder nicht. Und über eine halbe Stunde mit einem Puls von 180, das ist nicht so dolle. Also hat meine Frau einen Notarzt gerufen. Und während sie mich verkabelt haben, hat das Herz wieder aufgehört und war wieder normal. Und haben sie mir trotzdem so einen Beta-Blocker gespritzt und haben mich mitgenommen. Das EKG war dann aber im Krankenhaus normal. Haben sie mich um 10 Uhr wieder entlassen. Da waren wir um 10:30 zu Hause. Und um 10:45, brrr, der gleiche Scheiß wieder. Herzrasen. Dann habe ich wieder die normalen Maßnahmen gemacht. Ab diesmal aber, weil der Arzt es gesagt hat, dass das auch wunderbar funktioniert, die Füße hochgelegt. Also habe mich so an die Wand gelegt, die Füße hochgelegt. Druckausgleich gemacht. Füße hochgelegt. Und bin dann 3, 4 Minuten so liegen geblieben. Es hat aber nicht aufgehört. Und habe dann gesagt, Schatzi, es hört nicht auf. Also wir müssen wieder ins Krankenhaus fahren. Und in dem Moment, wo ich mir die Schuhe anziehe und mich so runterbeuge, um mir die Schnürsenkel zuzumachen, hat's aufgehört. Das letzte Mal, als das so war, dass es nicht aufgehört, war vor 3 Jahren, 2014. Und da haben sie mir dann gesagt, dass ich eine AVRNT habe, die ist angeboren. Eine AV-Knoten-Rientri-Tachykardie. Hatte ich als Kind schon. Ich kann mich da nämlich da ganz gut dran erinnern, dass ich getaucht bin und bin dann hinten hoch und mein Herz hat so gerast bis zum Hals. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich kann mich an mehrere Situationen erinnern, wo mein Herz so gerast hat. Aber immer wieder von alleine aufgehört. Einmal während einem Auftritt in der BFA. Klinik. Während dem Lied fing das an. Das geht vom 80 auf 180 innerhalb von Bang ist da, zack. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse jetzt ein Lied aus, weil mein Puls von 180 kann es nicht weiter singen. Ich lasse jetzt eine Strophe aus und während die applaudiert haben, habe ich meinen Druckausgleich gemacht. Und es ging dann auch weg. Also das war schon. Und jetzt bin ich beim Arzt schon wieder, aber allerdings nicht wegen meinem Herz, weil ich muss einen Termin beim Kardiologen nochmal machen, dass ich da mit dieser Ablation oder wie das heißt, wenn das häufiger passiert, dann werden da die Stellen verödet und dann Heilungschance von 95%. Also da bin ich schon mal. Nein, ich bin dort wegen meiner Zunge, weil ich habe einen Pilz auf der Zunge. Hä? Den habe ich jetzt schon seit 14 Tagen. Ich darf seit 14 Tagen meine Familie nicht küssen. Ha. Und das hat fast 10 Tage gedauert, bis das Ergebnis vom Labor da war. Und jetzt muss ich mir das abholen hier. Eklig, ne? Ist das nicht widerlich? Bäh. Verliere ich wieder ein paar Abos. Jetzt bin ich auf dem Heimweg. Ist gerade die Straße gesperrt hier. Und das ist gar kein Pilz, meine lieben Freunde, sondern es ist ein Keim. Und der heißt Haemophilus parainfluenza. Und der ist sehr hartnäckig, sagt er. Den hatten letztes Jahr ganz viele. Keim des Nasenrachenraums, der Mundhöhle und des Genitaltraktes. Des Genitaltraktes. Gelegentlich opportunistischer Krankheitserreger wird zum Beispiel aus eitrigen Wunden, Nebenhöhlen und Genitaltrakt als Erreger isoliert. Ja, also ein Keim, Antibiotika bekommen. 10 Tage, dann Nachuntersuchung, ob er weg ist oder nicht. Muss gleich mal googeln, was der macht und wo der herkommt und was der verursacht. Vielleicht ist der schuld gestern an meinem Herzrasen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, Straße gesperrt. Ich hab Zeit.